Ja, schönen guten Nachmittag. Es freut mich sehr, die Möglichkeit zu haben, diesen Vortrag hier heute Nachmittag zu halten. Wie schon richtig gesagt, ich bin Assistenzprofessorin an der ETH Zürich für reaktionsfähige biomedizinische Systeme. Ich habe ehrlich gesagt meine Doktorarbeit im Bereich Nanorobotik gemacht und meine Forschung bezieht sich auf eben Nanorobotik, Nanotechnologie für Diagnostik und Therapie. Und was das mit Human Enhancement und gesellschaftlichen und ethischen Fragen zu tun hat, das möchte ich gern mit Ihnen in den nächsten 15 Minuten erörtern. Ganz klar, ich denke, wir können uns... Die Medizin bewegt sich hin, immer personalisierter zu werden. Und wir brauchen dafür natürlich Technologien, die uns helfen, dann auch den Gesundheits- oder Krankheitszustand von individuellen Patienten besser zu verstehen und dann auch gezielt zu therapieren. Und die Vorstellung, für mich aus der Robotik kommende Nanorobotik, dafür kleinste Nanoroboter zu verwenden, die durch Blutbahnen schwirren können und da Krankheiten erkennen und dann auch gezielt therapieren, ist für mich eigentlich nicht so weit hergeholt. Und mit der Idee war ich ehrlich gesagt, oder bin ich nicht alleine. Vielleicht haben manche von Ihnen auch schon diesen Film gesehen. Da gibt es auch Ton dazu eigentlich. Wer sich Hand hoch, wer hat diesen Film schon gesehen oder kennt ihn zumindest? Ein paar. Die Vision, damals schon 1966, quasi Forscher hier also, und auch Doktoren klein zu schrumpfen in einem U-Boot und so durch die Blutbahn schwirren zu lassen. Wie können wir sowas machen? Ich glaube, wir müssen uns erstmal damit konfrontieren, was sind denn überhaupt die Dimensionen, in denen wir arbeiten müssen, um durch Blutbahnen zu kommen. Blutbahnen sind im Bereich von mehreren, können von Zentimetern zu Millimetern sich bewegen. Müssen schon mal die Systeme so klein sein, wenn wir dann wirklich auf zellulärer Ebene agieren möchten. Eine Zelle ist ungefähr 10 bis 30 Mikrometer groß, ein Haar ist ungefähr 60 Mikrometer breit. Also in dem Bereich sind wir dann schon und wenn wir wirklich in die Zelle hinein möchten, sind wir also so ein paar 10 bis 100 Nanometer groß. Die Vision von Fantastic Voyage, ganz so machen wir das nicht. Viele stellen sich das aber tatsächlich noch so vor, wenn man sich zum Beispiel, also wenn wir uns jetzt überlegen, okay, wir nehmen jetzt einfach einen großen Roboter und müssen den jetzt einfach nur klein machen. Ganz so funktioniert es eben nicht, stellen sich aber immer noch viele so vor. Das ist das Suchergebnis bei Google, wenn man sucht für Nanobot. So sieht es in der Nanowelt aber nicht ganz aus. Was Sie jetzt hier sehen, sind Transmissionselektronenmikroskopaufnahmen. Das sind spezielle Mikroskope, wo wir mit Elektronen auf Objekte schießen, in dem Sinn, und so Bilder erzeugen können für uns. Und so sehen, und das alles sind im Grunde Nanoroboter. Das sind hier inorganische und organische Strukturen, die wir weiter verändern können, so dass sie tatsächlich für medizinischen Nutzen eingesetzt werden können. Und die Bauprinzipien und die Designstrategien sind anders als im Makrokosmos. Das hat viel mit der Physik zu tun, die sich verändert im Nanobereich. Und auch, dass wir wirkliche Materialien verwenden, die viel ähnlicher sind auch zu dem, was wir natürlich im Körper haben, schon an Bausteinmaterialien, verschiedene Lipide und so weiter. Dennoch, auch wenn Sie jetzt vielleicht, manche von Ihnen sagen, das sieht überhaupt nicht aus wie ein Roboter, was ist denn hier noch der Nanoroboter? Sie verhalten sich doch, haben ein Grundprinzip, wo sie ähnlich sind zu einem Makroroboter. Und das ist, dass ein bestimmter Input wird anhand einer bestimmten Prozessregel verarbeitet und dazu gibt es dann einen bestimmten Output. Jetzt in dem Kontext für Biomedizin sind dann diese Inputs, können dann irgendwelche Signale aus der Krankheitsumgebung sein. Das kann ein sich verändernder pH-Wert sein oder eine Veränderung von bestimmter Enzymaktivität. Das kann dann dazu wirken, dass zum Beispiel eine Nanoschale sich öffnet und lokal einen Wirkstoff freilässt. Wir können auch diese Systeme weiter designen, dass sie auf externe Signale reagieren, zum Beispiel Magnetfelder, Licht oder Ultraschall. Und wir benutzen das, um die Systeme zu kontrollieren und auch mit ihnen zu kommunizieren. Und das ist ein Beispiel, wo wir hier Magnetfelder verwenden. Man kann wieder eine Schale öffnen, um einen Wirkstoff freizulassen oder auch um einen Sensor freizulassen, um etwas über eine Erkrankung zu erfahren. Und das Beispiel möchte ich Ihnen gerne etwas näher bringen. Wir können, wenn wir jetzt solche Nanoschalen in Blutkreislauf injizieren, haben wir quasi den Sensor hier im Zentrum geschützt in der Schale, können ihn dann hier im Kontext von Krebserkennung und von Hilfe zur
zur personalisierten Medizin in Krebsdiagnostik, eben rauszufinden, wenn wir einen Patienten haben, der diagnostiziert wird mit Krebs, was ist die spezifische Aktivität und wie können wir die Therapie dafür genau auswählen. Also die Systeme können dann tatsächlich am Tumor extravasieren, sich ansammeln und dann öffnen wir sie eben mit Magnetfeldern, mit hochfrequenten Magnetfeldern. Da sind andere Bausteine drin, die diese Energie aufnehmen und lokal ganz geringe Hitze erzeugen, sodass die Sensoren frei werden, die jetzt mit den Enzymen einem bestimmten Signal vom Tumor interagieren können. Und jetzt fragen Sie sich vielleicht, ja, wie können wir jetzt dieses Signal denn auslesen? Also hier ist es mit einem kleinen Fluoreszenzwirkstoff. Der ist dann so klein, dass der tatsächlich in der Niere ausgeschieden und ausgefiltert wird und wir dann im Grunde dieses Signal im Urin sammeln können und so auslesen können wie bei einem Schwangerschaftstest. Und wir haben das getestet eben und Sie sehen, wie da wieder so ein Nanoroboter aussieht und konnten da in vivo verschiedene Krebsarten erkennen und unterscheiden. Jetzt denken Sie sich, was hat jetzt das alles mit Human Enhancement zu tun? Was ich Ihnen hiermit zeigen wollte, ist die Forschung, das sind Technologien, die uns jetzt helfen, auch selbstbestimmter natürlich im Leben zu sein, die uns mehr Informationen geben können über unseren Gesundheits- oder Krankheitszustand. Aber natürlich ist ganz klar, je mehr wir solche Informationen und diese Technologien, Entschuldigung, davon, bin ich ganz kurz verhaspelt, also in dem Kontext, das ist nur ein Beispiel von ganz vielen, an denen wir arbeiten in meiner Gruppe, der Gruppe für reaktionsfähige biomedizinische Systeme. Und für mich ist es eine sehr aufregende Zeit, in der wir sind, in der Medizin, wo wir solche Technologien haben, um diese Informationen und Techniken wirklich für therapeutischen Einsatz haben. Aber ganz klar kommen wir auch an einen Punkt, wo wir uns fragen müssen, wie weit können wir da gehen und manche dieser Entwicklungen eben auch in den Bereich gehen können, wo es nicht mehr zum therapeutischen Nutzen kommt, sondern eben über das regenerative Ziel hinausgeht. Und die Nanotechnologie ist hier ein Schlüsselbaustein, der zu Human Enhancement Technologies beiträgt. Und deswegen fühle ich mich als Wissenschaftlerin im Bereich der Nanotechnologie in der Biomedizin auch verantwortlich, das mit zu diskutieren. Wenn wir uns vielleicht kurz auch noch damit ich einen Eindruck bekomme, wer hat denn den Begriff Human Enhancement schon mal gehört? Generell. Relativ wenig. Aber so vage. Es geht natürlich darum, dass wir uns eben wenn wir uns den Verlauf unserer Fähigkeiten über unser Alter anschauen, sind wir am Peak, so in unseren 20ern und erfahren dann ein Decline. Human Enhancement bedeutet, dass wir im Grunde hier diese Lebensperformance-Kurve unserer physischen und auch mentalen Fähigkeiten einerseits erhöhen und auch stretchen. Und auch wie hier im Schweizer Ärztezeitung beschrieben, es bezeichnet die medizinischen oder biotechnologischen Interventionen, die eben nicht primär für therapeutische oder präventive Art sind, sondern darüber hinaus. Nun, und Sie können sich vorstellen, dass da natürlich die Ethik drumherum und die Konsequenzen, das Potenzial dieser Technologien ist unglaublich, aber Risiken sind natürlich auch damit verbunden. Und diese Risiken müssen diskutiert werden. Und vor allem auch genau diese Schnittstelle wann geht der therapeutische Ansatz in eigentlich einen verbessernden Ansatz über? Wann ist es nicht mehr, wenn es Möglichkeiten gibt, eine Regeneration eines Levels zu erreichen oder darüber hinaus, würden Sie als Patient dann Ja oder Nein sagen, wenn es Ihnen nach der Therapie sogar Sie noch höhere Fähigkeiten hatten als vorher? Viel haben wir eigentlich schon bei verschiedenen Korrekturen. Ich denke, Augenkorrekturen sind zum Beispiel ein großes Beispiel dafür. Und diese ethischen Diskussionen sind natürlich sehr, sehr wichtig und auch an der ETH sehr präsent. Wir haben auch einen Lehrstuhl für Bioethik, wo wir zusammenkommen und auch natürlich der Austausch mit der Bevölkerung. Denn ich denke, es ist mehr notwendig denn je, dass nun alle, die daran beteiligt sind, das sind die Nutzer, ist die Bevölkerung, die Entwickler, die Wissenschaftler, also die Technik, aber auch die Politiker, Industrie, dass alle zusammenkommen. Solche ethischen Diskussionen hatten wir jetzt zum Beispiel gerade vor ein paar Tagen hier auch im Digital Health Event an der ETH. Und weitere Plattformen, wo die ETH auch sehr engagiert ist, ist zum Beispiel beim World Economic Forum. Und ich bin da ein Teil in einem
in einem Rat von den Global Future Councils und hier dem Global Future Council on Human Enhancement. Und da sind Wissenschaftler dabei aus verschiedenen Bereichen, eben ich vertrete da die Nanotechnologie, wir haben Wissenschaftler aus Aging, wir haben von der WHO Leute. Ist eine große Gruppe von ungefähr 40 Experten, die versuchen an Frameworks zu arbeiten, wie wir mit dem Thema umgehen können und wie wir auch Methoden finden, hier die Gesellschaft einzubinden. Und einen Task oder ein Beispiel, das ich da mit Ihnen teilen möchte, was wir da versucht haben in diesem Council ist, wir haben einfach mal gedacht, wir fragen, was möchten denn die Leute und wie viel wissen sie darüber und versuchen mal die Fragen auch aufzubringen. Und wir haben also einen Survey gestartet, eine öffentliche Umfrage, das wurde publiziert am Anfang dieses Jahres. Die Studie war mit ungefähr 2000 Befragten in Nordamerika und wir waren ein Frauen-Power-Team. Die Frauen aus dem Council haben sich da zusammengetan. Daphne Bevaillé ist Professor für Neuroscience in Genf. Dann aus der Industrieseite Corey Lathan von Enphronics. Und dann haben wir von AARP, das war eben der Lead hier auch von der Studie und die Finanzierung. Und was haben wir gesehen? Wir haben gesehen, dass die Zustimmung vom Grad der Anwendung abhängt. Also Human Enhancement oder sagen wir, wenn es darum geht, Fähigkeiten, kognitive Fähigkeiten zu regenerieren, also zu restaurieren, zum Beispiel im Fall von Demenz, haben wir sehr große Zustimmung. Und interessanterweise ist die Zustimmung sogar ziemlich ähnlich, ob das nun mit einer mit Medikation ist oder einem Implantat, einer ja sehr invasiven Art und Weise, wo natürlich die Nanotechnologie einen großen Beitrag zu leistet, dass wir überhaupt solche Implantate herstellen können. Dann Prävention proaktiv bei einem bewussten Risiko in der Familie haben wir immer noch eine recht große Zustimmung. Dann, wenn es weitergeht, wenn wir einfach nur einschreiten wollen, vorher schon ohne eigentlich ein Risiko zu haben, geht die Zustimmung zurück. Und wenn es dann darum geht, dass wir eigentlich nur verbessern wollen, uns geht es eigentlich ganz gut, aber man könnte noch ein bisschen besser, fokussierter, ein bisschen schneller, dann sieht man hier, dass der Support eben weiter runtergeht. Und wenn es dann darüber ganz stark hinausgeht, zu eigentlich superhuman capabilities, haben wir eigentlich nicht mehr so starke Unterstützung. Dann aber trotzdem, wenn man etwas entkoppelter von dieser doch eher granularen Aufteilung fragt, sieht man, dass das Interesse doch da ist. Es ist zwar eine Minderheit, aber vor allem bei Cognition, also vor allem, wenn es um die mentalen Fähigkeiten geht, haben wir mit 43% zu, die sagen, oh, ich bin da eigentlich schon recht interessiert, doch einen ganz großen Anteil. Und hier auch wieder, man sieht dann hier doch ein bisschen stärker den Unterschied auch zu den Implantaten und natürlich auch, wie die Hemmschwelle dazu, eigentlich irgendwelche Medikamente, Wirkstoffe zu nehmen, die etwas vielleicht ein bisschen noch an einem Rad drehen können, dass man ein bisschen fokussierter oder besser performt, doch gar nicht so gering ist und das Interesse da ist. Dies interessanterweise sind auch diese Ergebnisse unabhängig von Kultur, Einkommen, Ausbildung und natürlich im Alter sehen wir da ein bisschen Unterschied und auch einen kleinen Unterschied bei zwischen Männern und Frauen. Also Frauen sind da ein bisschen risikoaverser, aber doch interessant, Kultur, Einkommen oder ausbildungsunabhängig und das ist für beide Bereiche Implantat oder durch Wirkstoffe. So, warum hat man das Interesse? Der Glaube ist da oder auch das Verständnis, dass diese Technologien die Lebensqualität erhöhen können. Das ist also die intrinsische Motivation, warum wir Ja sagen würden zu solchen Methoden. Und das ist, während wir das im Hintergrund haben, sieht man aber auch, wenn wir dann fragen, nun gut, wenn deine Lebensqualität erhöht ist, denkst du, dass dann vielleicht, wie sieht es auf einer gesellschaftlichen Skala aus? Könnte es sein, dass es gesellschaftlich da aber negative Effekte gibt? Und bei dieser Frage sehen wir auch ganz klar, dass diese Besorgnis da ist und dann vor allem speziell eben im Bereich dann auch der kognitiven Enhancements. Und ich denke, dass was uns diese Umfrage eigentlich zeigt, ist eine große Diskrepanz. Im Grunde ein Wunsch danach, natürlich sich zu verbessern, wo man kann. Es gibt aber, es ist im Grunde eine Grauzone, wie weit man gehen möchte. Und
und wann eben die Unterstützung da auch abfällt. Und Sie können sich vorstellen, die negativen Effekte für die Gesellschaft sind sehr vielfältig. Und wenn man nur so ein bisschen Stimmen aus der Umfrage sich anschaut, dann geht es darum, dass es natürlich eine soziale Ungerechtigkeit, die einen können es sich leisten, die anderen können es sich nicht leisten. Es könnte eine Art von Wettrüsten ausarten, beziehungsweise die einen benutzen irgendwie einen kognitiven und da sehen wir ein paar Beispiele, zum Beispiel Adderall ist eigentlich ein Medikament, das gegeben wird, wenn Patienten, die sich nicht gut konzentrieren können, damit sie sich besser konzentrieren können, wenn sowas einem Gesunden gegeben wird, kann es sein, dass es eben auch zu erhöhter Leistungsfähigkeit führt. Wenn jetzt so jemand das benutzt in einer Klausur oder in einer Prüfungssituation und der andere nicht, wie können wir das vergleichen? Ist das jetzt im Grunde ein Doping im Alltag? Und das natürlich alles Fragen, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen und dass da eine große Diskrepanz ist zwischen dem, was wir wollen und was vielleicht gut auf einer individuellen Ebene ist, aber nicht auf einer gesellschaftlichen. Es bedarf jetzt wirklich dem Zusammenkommen von allen, die daran beteiligt sind, und das ist die Gesellschaft, das sind die Wissenschaftler, das sind die Politiker und das ist die Industrie. Wir haben als letztes Stück eben in unserem Council, wo wir jetzt diese Umfrageergebnisse gesehen haben, wir versuchen gerade noch in einer letzten oder in einer Arbeit, die hoffentlich bald publiziert ist, ein Framework für diese Auseinandersetzung zu geben. Und die basiert im Grunde darauf, wir haben vorhin gesehen, es ist irgendwie die Vorstellung da, dass uns bestimmte Technologien doch helfen können, unser Wohlbefinden zu erhöhen. Unser Wohlbefinden ist sehr daran gekoppelt, und wir schließen damit auch wieder, oder ich schließe das Thema wieder zu der Nachmittagssession, zu unserem Gefühl der Selbstbestimmtheit. Und die Selbstbestimmtheit nach der Selbstbestimmtheitstheorie, die formuliert wurde, ist im Grunde dann abhängig eigentlich von den Faktoren, von den drei psychologischen Grundbedürfnissen, dem Gefühl unserer Kompetenz. Und sicherlich haben viele dieser Technologien, werden uns das Gefühl geben, kompetenter zu sein, dann aber auch eben unsere Autonomie und so, wie wir uns im Grunde inkludiert und related fühlen. Und inwieweit manche Technologien eventuell unsere Autonomie im Ende einschränken oder uns auch weniger inkludiert fühlen, das sind einfach die Punkte, die wir da auch im Auge behalten müssen in diesem Gesamtkonzept von Bewegungen in der Entwicklung. Und damit möchte ich eigentlich aufrufen zu einer offenen Diskussion, und ich denke, wenn wir in dem Zeitalter, in dem wir sind, in der Digitalisierung, wenn wir einen Teil davon auch wirklich einen weiteren Teil zu unserem großen Vorteil nutzen sollten, dann doch, dass wir nun eine globale Vernetztheit haben und uns zu diesen Themen austauschen können. Und ich hoffe, ich habe Sie damit nun ein wenig zum Denken und zur Diskussion angeregt und freue mich auf noch weiteren Austausch in der Pause.